So, kaum habe ich die Aufnahme gestoppt, ging es wieder. Also können wir in diesem Part weitermachen. Und damit herzlich willkommen zurück, mitten im Kampf. Ich hoffe, der kommt hier irgendwann und ihr kommt mir hinterher. Autsch. Das ist schon mal nicht gut, dass wir in die Falle gelaufen sind. Vielleicht warten wir auch hier irgendwo. Denn unser Feueratronach scheint ja auch nicht mehr dabei zu sein mittlerweile. Was natürlich verständlich ist und das Gift könnte auch irgendwann aufhören. Ist natürlich sehr schade für das Frostbissgift, das ich schon auf die Waffen getan habe. Aber. Ach, der ist jetzt erst gegangen, oder wie? Sehr komisch. Sehr komisch. Wir beschleunigen das Ganze einfach mal, sonst dauert das zu lange und heilen uns. So, nächster Punkt ist dann den Feueratronachen beschwören. Beschwören wir schon mal dahin. Und dann die beschworenen Schwerter als nächstes beschwören. So, und jetzt los hier, komm. Der wird ja hier irgendwo sein. Kommt ihr? Oh, der Feueratronach ist ganz schön langsam. Hey Knirpsi, ich bin zurück. Oh, da steht er. Da steht er, der rechnet gar nicht mit uns. Könnten wir natürlich mit dem Bogen angreifen, aber der Nachteil ist, unsere Schwerter sind dann schon wieder weg. Deswegen Frostbissgift. Yep. Ich glaube, er sieht uns nicht. Kommt ihr? Gut, dann Angriff. So gut, okay. In die Optionen. Objekte, was haben wir so? Zaubertränke, vielleicht Ausdauer, irgendwie sowas. Kräftigen Heilung, kräftige Magika, regenerieren. Verdammt, überhaupt nichts mit Ausdauer. Dann geben wir den noch einmal Frostbissgift. Jetzt laufen wir. Laufen, 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 laufen. Und wir nehmen uns Feuerblitze. Und zielen damit auf ihn, wenn er irgendwann stillsteht. Jetzt zum Beispiel. Gut, den haben wir tatsächlich bekommen. So. Jetzt hat er relativ wenig Leben. Wir aber immer noch nicht allzu viel Ausdauer. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal weg. Und retten uns. Vielleicht beschwören wir den Feueratronachen. Falls er gleich kommt. Oh ja, er ist auf dem Weg. und nu, was? Schwarzbogen? Vielleicht, ne? Schnellheilung, Seelenfalle, Steinhaut. Boah, keine Ahnung. Wir haben auch recht wenig Magika. Vielleicht benutzen wir da tatsächlich mal einen Trank dafür. Der geringen Magika. Kräftige Heilung. Kräftigen Magika. Normale tut's auch, denke ich. So, und jetzt. Die Schwerter beschwören, denke ich. So, nochmal, 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 nochmal. Gleich haben wir ihn. Haben wir ihn? Bist du tot? Nein, noch ist er nicht tot. Ah, das. Au, au, au. Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte, der wäre da noch irgendwo. Aber wir scheinen ihn. Ebenerz-Streitaxt. Coole Sache. Oh, war nicht viel wert. 1500. Wenn wir auch so viel wirklich dafür bekommen, ne? Lüli, du lebst noch. Schön. Darf ich hier durch? Danke. Ich glaube, das war's auch mit dem. Als Gegner, das sah so endlich aus. Also, das, als wäre es das Ende. Ist hier irgendwas drin, ne? Sieht so aus. Wir sollten vielleicht speichern. Das ist, wäre von Vorteil. Denke ich doch mal. So, wir gucken mal hier hoch. Ich glaube nicht, dass hier noch einer rauskommt. Hier hinter könnte es durchaus passieren. Oh, er schreckt mich nicht immer so. Einbalsamierungszeug, Leinentuch. Oh, hier ist noch eine Begräbnisurne. Gold und silberner Amethystring. Okay. Okay. Und hier haben wir so eine riesige Eier. Oh, oho. Kräftige Heilung.
Kräftige Magiker. Ein Glück haben wir hier noch reingeguckt. Das war's dann aber, glaube ich. Ja, vielleicht ist da hinten noch irgendwas, aber da kommen wir, glaube ich, gar nicht hin. Deswegen hops und hier geht's weiter. Oh, das sieht nach dem Ende aus. Könnte es das Ende sein? Truhe durchsuchen. Gold und winziger Seelenstein. Na, ich bezweifle, dass das Ende war. Am Ende bekommt man eigentlich immer was Cooles. Deswegen denke ich, war es das hier noch nicht. Wir stecken unsere Waffen einfach mal weg, um sie wieder rausholen zu können und neu zu machen. Und da hängt sich Fraps wieder auf. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Irgendwas stimmt mit Fraps nicht. Es hängt sich relativ oft auf. Was doof ist. Sobald ich Fraps aufhöre, laufen zu lassen, funktioniert es wieder einwandfrei. Das könnte sich gerne wieder ändern. Hatte ich vorher nicht die Probleme. Erst seit dem letzten Part. Au, 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 Blitzrune, Blitzrune. Oh, zieht die so viel Leben ab oder zieht die immer bis kurz vor alles ab? Das wäre echt. Ach du heilige Scheiße. Die ist jetzt aber weg, ne? Ein Glück kriegen wir durch diese Schnellheilung so gut wie alles an Leben zurück. Wenn wir die einmal machen. Aber jetzt sind wir natürlich schon mal vorgeschwächt. Ich würde sagen, wir beschwören erstmal den Feueratronarchen hier rein. Falls da gleich Gegner kommen. Und dann nehmen wir die beschworenen Schwerter. Warten noch einen Moment. Nicht wahr, Lüdi? Und beschwören sie jetzt. So, okay. Auf in den Kampf. Eventuell. Sind hier irgendwelche Draugre? Nö, nur wieder ein komisches, leichtes Rätsel. Scheinbar. Okay, hier ist der Fisch. Dann machen wir hier doch einfach mal den Fisch hin. So, hier haben wir die Schlange. Dann machen wir hier logischerweise die Schlange hin. Und hier ist nochmal Fisch. Wozu? Und hier ist nochmal Schlange. Aha, wozu das Ganze? Schlange, Fisch. Schlange, Fisch. Okay, und hier ist nochmal. Oh Gott. Hier ist nochmal Adler und Fisch. Und hier hinten ist Adler und Fisch. Also ist das doppelt sogar noch. Damit man es auch auf jeden Fall findet, oder wie? Oder ist das jetzt ein versteckter Hinweis, dass es zu offensichtlich ist? Tatsächlich. Es war mir auch ein wenig zu leicht. Das konnte ich jetzt nicht ganz glauben. Also hier haben wir Schlange, Fisch. Schlange, Fisch. Adler, Adler. Oh, hier haben wir gar keinen Fisch gemacht. Oh Mann, sind wir doof. Also war es doch so offensichtlich, oder wie? Oh, denn ist das Rätsel ganz schön. Das ist billig. Das ist einfach nur billig. So, wir holen es gleich wieder raus. Ich frage mich, ob hier noch ein paar kommen. Wir speichern mal zur Sicherheit. Aber höchstwahrscheinlich, oder? So. Was? Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Och nein. Sagst du jetzt die ganze Zeit wieder, das ist faszinierend? Das ist einfach faszinierend. Nein! Bitte geh wieder. Bis zum nächsten Mal. Geh wieder, hau ab. Ausdauer und Begräbnis ohne... Oh Gott. Irgendwas hat uns getroffen. Ah, eine Falle schon wieder. Mit Giftpfeilen. Ist da oben noch irgendwas Interessantes? Ein orkischer Helm. Oh, den können wir mitnehmen. Bringt scheinbar viel Geld. Oh. Das ist ein Alchemielabor. Okay. Der kräftigen Magiker. Über das großen... Was? Über den großen Zusammenbruch? Okay, das nehmen wir mal mit. Dort nehmen wir doch einfach mal mit. Und ja, dann... Hier nicht wieder reintreten. Okay. Ich glaube, hier lauert
Autsch. Keine Gefahr. Aber warum liegen hier schon tote Draugre? Das ist ja dann... Ist ja dann noch beunruhigender. Nehmen wir mal den Seelenstein. Hier noch irgendwas? Pilze. Hm, ich mag Pilze. Ui, wir haben ganz schön wenig Leben. Fällt mir mal auf, unsere Gesundheit ist echt am Arsch durch diese ganzen Pfeile. Um die ich mich jetzt nicht wirklich geschert habe. Es sah eben so aus, als wenn die Pfeile hier immer noch lang fliegen. So, beschworene Schwerter. Dann würde ich sagen, müssen wir hier rein. Okay, das sieht sehr komisch aus, aber nicht nach Draugren. Okay, sieht doch nach Draugren aus. So etwas. Nun seht euch das an. Ich ja, sei ruhig. Lassen, dass wir so etwas finden würden. Ah, Fraps hängt sich schon wieder auf. Tief in Saartal begraben. Warum ist die so tief in Saartal begraben, hat er gefragt. Es tut mir leid, ich weiß nicht, woran es liegt. Tut mir echt leid. Ist hier noch ein weiterer Draugre? Oh, oh, nur der. Oh nein, das kommt nicht in Frage. So, los, 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 Angriff, Angriff. Au, au, au. Juri Gauldurson, ja, genau den suchen wir. Hier drin. Okay, okay. Wir benutzen erstmal eine Feueratronarch noch, dann haben wir hier noch ein bisschen Verstärkung. Lydia, bist du eigentlich auch hier irgendwie? Oder weniger? Ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Okay, mach das. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Der hat... oh Gott, der hat echt viel Leben und hält wahrscheinlich wieder extrem viel aus. Was... Ach Quatsch, ich wollte Frostbissgift. Davon haben wir fast gar nichts mehr. Leider, ich mag diese Tränke. Verwenden wir mal eins. Okay, wo ist er? Oh, hier vorne schon. Wir kriegen ihn nicht angegriffen, oder? Autsch. Wir müssen irgendwas machen, glaube ich. Bevor wir ihn überhaupt verletzen können. Kann das sein? Was ist das hier? Können wir hier einfach rein? Nein, können wir nicht. Ich speichere mal lieber nochmal. Wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Wir können ihn nicht verletzen, richtig? Ich glaube, das ging... Oh, das... Lässt hier das Spiel... Aha, was machst du? Ah, muss ich das auch machen vielleicht? Vielleicht ja. Ich habe Flammen. Funktioniert das mit Flammen? Schwächt ihn das? Bringt das überhaupt irgendwas? Lydia scheint da oben jedenfalls zu kämpfen. Aber so richtig bringt es nichts. Oh Gott! Wo kommst du denn her? Au, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Was bist du hier? Bist du unser? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen einfach mal... Gehen in unsere Objekte, Zaubertränke und Blitzresistenz. Ja, Blitzresistenz vielleicht nicht. Frostresistenz. Kann nicht schaden. Dann nehmen wir ein bisschen... Haben wir kleine Heilung oder so? Große Heilung erscheint mir zu viel. Kräftige Magika? Ja. Nehmen wir einfach mal. Und Magika regenerieren. Boah, das Magika regeneriert sich 300 Sekunden lang 22% schneller. Das Ziel ist 30 Sekunden lang um 9% anfälliger gegenüber Magie. Nee, das ist nicht gut. Magie wiederherstellen. Okay, und jetzt beschwören wir unseren Feueratronarchen. Ich hoffe, dass das nicht unser ist, da hinten. Nee, sieht nicht so aus. Oh Gott, beschworenes Schwert. Wir scheinen hier auch mit Blitzen angegriffen zu werden. Das ist echt ziemlich schwierig gerade, hier durchzusehen überhaupt. Oder irre ich mich? Ich laufe mal hier weg. Oh, der verfolgt uns aber auch. So, haben wir zwei Schwerter. Sehr schön. Dann können wir jetzt in den Angriff gehen.
Boah, was geht denn hier ab? Heilige Scheiße, das ist mir ein bisschen zu extrem. Komm mal her. Autsch, 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 autsch. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, du bist bestimmt stark. Oh ja, bist du. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe kaum noch Energie. Aber vielleicht mit der Schnellheilung. So, 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 so. Schnell hier hoch. Kriegen wir noch einmal hin? Ja, kriegen wir noch. Oh Gott, ich weiß echt nicht, was ich hier genau machen muss. Aber das ist vielleicht auch nicht das Wichtigste gerade. So, wir gehen mal in die Objekte und müssen unsere Magiker wieder auffüllen. Nehmen einfach mal zwei davon. Ist unser Feueratronach noch am Leben? Falls nicht, sollten wir einen neuen machen. Okay, scheint schon wieder draufgegangen zu sein. Dann machen wir jetzt beschworene Schwerter noch. So, und die beschwören wir natürlich auch. So, wo müssen wir hin? Da unten hin. Oh, wir haben bald eine neue Stufe wieder. Ich weiß nicht, was genau hier vor sich geht und auf wen oder was er andauernd einrischt. Weißt du was, Junge? Weißt du was? Ich steige jetzt einfach eine Stufe auf und dann habe ich wieder Ausdauer, um dich fertig zu machen. Magika haben wir eigentlich genug. Aber ob so ein bisschen Ausdauer noch was bringt? Ich weiß nicht, vielleicht. Wir machen einfach mal Ausdauer. Haben wir gar nicht gemacht bisher. So, Zerstörung interessiert mich nicht. Wie wär's mit Wiederherstellung, Veränderung? Veränderung haben wir auch schon angefangen. Wir gucken mal hier rein. Doppelter Veränderungszauber. Durch das doppelte Wirken eines Veränderungszaubers sind die Effekte viel wirkungsvoller. Gilt das auch für Schwerter? War doch Schwerter, oder? Moment, was? Ah, nicht so schnell hier. Magierüstung. Schutzzauber wie Steinhaut sind zweimal so stark, wenn keine Rüstung getragen wird. Okay. Patronage. Nee, ich glaube, wir sind hier falsch. Verzauberung, Schmiedekunst, schwere Rüstung. Blocken. Wir könnten auch mal bei leichte Rüstung wieder reingucken. Da können wir doch bestimmt auch schon längst wieder was machen. Ja, Defensivspezialist zum Beispiel. Passt genau. 25%, wenn du ausschließlich leichte Rüstung trägst. Oh, warte. Was war das hier? Nein, ich will hier hin. Unbehindert. Eine leichte Rüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht, wenn sie getragen wird. Okay, das könnten wir auch machen. Machen wir einfach mal das hier. So, und jetzt müssen wir aufpassen, denn gleich geht's weiter in den Kampf. So, und nochmal. Immer rauf hier. Aber irgendwas entzieht mir ganz schön meine Magie. Nee, meine Ausdauer, meine ich. Ist hier vielleicht so ein Eisviech. Und nochmal, komm. Wir haben ihn. Mann. Was war denn hier los? Wir gucken mal. Fragment von Galdurs Amulett. Genau das haben wir gebraucht. Gold. Versiegelungsformel haben wir dann, glaube ich, dreimal. Alter Nordpfeil und... ja. So. Das Ding hier oben, allerdings. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay, war's das? Scheinbar. Vielleicht sollten wir mit dir reden. Aber der Part geht lang genug. Und ich würde sagen, boah, wir beenden den einfach hier an dieser Stelle. Das war jetzt hier eben totales Chaos. Aber richtig. Ich habe stellenweise total nicht durchgesehen, vielleicht ihr auch nicht. Vielleicht kennt ihr diese Stelle allerdings schon und denkt euch auch einfach nur, oh mein Gott, das war echt peinlich. Würde ich sogar verstehen, wenn ihr das denkt, denn ich war voll fertig mit den Nerven. Ja, ist hier sonst noch irgendwas? Er läuft uns scheinbar immer noch hinterher, wie ein Hund. Gut. Mein Freund. Gut. Aha, ein Schädel. Schön, sehr schön. Wir sollten wirklich mit dir reden, oder? Aber ich denke, das machen wir im nächsten Part.
habe ich schon gesagt. Also beenden wir den jetzt auch einfach mal. Das sieht aus nach einem Ausgang. Ach, keine Ahnung. Wir werden schon sehen, was dann abgeht, ne? Bis zum nächsten Part. Bis dahin und tschüss. Tschüss.